Hier liegen auch noch welche. Oh, bergauf quält sich das Ding aber. Ja. 37, 36, Du weißt doch, wer hat dich am Galgen hochgezogen, weiß ich, wie schwer mein Arsch gewogen, ne? Danke. Hier steht ein Ural. Ja, noch ein Stück Ja, weiter, sind der stand eben schon da. Du kannst doch gerne mal gucken, ob da was drin ist, wenn du willst. Da kommt er, guck ich dir an, ey. Nee. Nee, 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 nee. Die Moped Gang. Dann vielen Dank, Redguard. Nicht zu danken. Der Navigator. Er kann einfach nur Russisch im Gegensatz zu uns. Ja, das kann auch helfen in dem Spiel. Ja, das ist, wenn man früher halt schon mal benachteiligt war, hat man jetzt seine Vorteile dadurch. Genau. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, ist einfach so. Ich habe einen Hänger. Jetzt da. Ja, das ist bei Männern ab und zu so. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video DayZ Tagebuch. Jetzt noch da ist der Paco und der Zero und wir versuchen jetzt die Zombies. Also Redguard ist auch noch da, aber der verschwindet gleich. Wir haben gerade den Jakal ins Lager gebracht, weil während wir da so ein bisschen rumgepimmelt haben, ist der Paco gestorben, der Zero ist gestorben. Wir hatten Lags bis zum geht nicht mehr. Es war irgendwie für den Arsch. Deswegen haben wir gedacht, wir retten erstmal das Fahrzeug. Besser ist das. Und fahren jetzt, also ich fahre jetzt dem Paco entgegen, sammeln den Paco ein, wir holen die Urals und fahren dann mit den Urals oder Uralen, keine Ahnung, wie die Mehrzahl davon ist, zum Zero, zum Zombie-Burner. Und dann sollten wir es eigentlich... Mit den Uralisken. Ja. Oh, zum Kotzen. Zum Hier Kotzen. Steht ein gelber Truck. Versuch es. Ein gelber Ural? Ural Zivil? Ja. Ja. Ja, fast kaputt, aber fährt, ne? Fährt, dann komm mir doch entgegen. Ja. Oder willst du ja, gleich ja. In Richtung, wo waren wir? Gorka? Nee, doch, Gorka waren wir. Gorka. Wo können wir auch machen. Ja gut, dann gleich nach Gorka. Wenn ich mich nicht täusche, sehe ich einen fahrbaren Untersatz. Das wäre ja mal papp. Also wenn du dich, wo du bist. Wenn du dich an Berenzino orientierst und rennst hoch, einfach die Küstenstraße und dann von Berenz einfach nach links, dann müsstest du irgendwann den Zombie-Burner schon sehen. Ich glaube, ich bin in Polana gleich. Na, das geht ja. Ja, das geht. Von da aus kann man sich orientieren. Weil ich bin jetzt einfach von Orlowitz im Westen gelaufen. Das ging mir am sinnigsten. So, ich bin unterwegs, der ist da nicht mehr besonders fit, aber wie gesagt, er fährt. Ich habe 7 Kilometer bis nach Gorka. Und du? Ich 9. Okay. Geht's? Ich ein Damm. Kio, Malm, was sind das für neue Spieler? Malm! Malm, den habe ich schon öfters gesehen. Der wird auch ziemlich oft getötet. Ja gut, der wird wahrscheinlich A nicht donaten und B nicht in dem Team sein. Ja, richtig. Aber ich muss aber noch tanken fahren. Ja, ich habe ein Viertel, ich überlege noch. Vielleicht, wenn ich auf dem Weg eine sehe, aber ich komme auch noch an. So viel müsste reichen. Ja, ich kann trotzdem lieber. Sicher, und wir versuchen immer noch die Baracke uns fertig zu kaufen, ne? Ja, a never ending story. Ja, da kannst du ein extra Tagebuch drüber machen. DayZ Diary Barackenkauf, Part 1 bis 294. Schabrackenkauf. Schabrackenkauf. Wir haben uns russische Schabracken gekauft. Oh Mann. Ich hab schon wieder Hass auf den Server. Das oh Ding nein, ist 60 top Minuten. Schluss. Oh, das wird knapp. Naja, um die Zombies auszuladen und zu verbrennen wird nicht knapp. Lass mich raten, das Ding ist top in Schuss, aber kein Sprit. Nee, alles voll, ein Reifen fehlt und eigentlich alles grün gewesen. Grün und orange. Ja, dann empfehle ich ja meinen Skin. Soll ich Benzinkanister mitbringen? Ja. Wenn er voll ist, klar. Ja, Jerrycan, dann ist er voll. Ich habe zwar auch zwei dabei, aber drei sind besser als zwei. Wenn so, er hier gerade rumliegt. Ich fahr gerade auf Selena Gors raus. So, ich tanke schnell. Ja, der Lancer hat sich wieder gekillt. Lässt Celeno oben raus, also Richtung unserer Base? Ja, ich komme bei unserer Base oben die Ecke. Ja, da stehe ich an der Tanke gerade. Können wir uns ja doch zusammentun. Mal gucken, ja.
War auf jeden Fall nördlich. Ja. Das wird ein bisschen dauern hier, bis ich noch voll getankt habe. Dann können wir eigentlich den Zivil-Ural hinten an meinen Mustang knallen. Ich habe hier diesen Polizeimustang, ne? Ja, dann gucken wir, dass wir den vielleicht auch noch voll kriegen. Wird vom Spieler verfolgt. Ich habe keine Waffe. Hier steht doch ein Polizeiauto. Das könnte ich vielleicht mal gucken, wenn das gut ist. Oh, vorne rantauen, dann bin ich schneller. Der will mich schon umbringen. Wenn es das normale Polizeiauto ist, dann glaube ich nicht viel schneller. Das ist so ein gelb-blaues. Ich sag's euch, Leute, ey, 15 Euro Skin, ne, lohnt sich, um sich Autos fit zu machen. Ich dachte, das hätten sie jetzt eingefügt, so allgemein. Aber nein, nein. Dass das wieder nur ein Zufall ist mit dem Skin, naja. Ah, das ist, glaube ich, nicht nur der Stalker-Skin, sondern noch irgendein anderer, hat ja irgendwer gemeint. Ich habe ja diesen Halo-Skin. So, Paco, ich bin aufgeladen an der Tanke. Wie sieht's aus? Wie lange brauchst du noch? Also irgendwer verfolgt mich. Ja. Fährt doch nicht, das Auto. Wo es alle Reifen hat und alle Reifen grün sind. Ich hasse sowas. Soll ich dir entgegenkommen? Ist ja, Joker nee, online? Nehm ich doch den Ural. Nein, ist das bestimmt. Aber ich komme dir trotzdem entgegen, weil dann sind wir schneller mit meinem hier. I'm walking. Das Polizeiauto sah eigentlich gut aus, war auch eigentlich so ziemlich alles grün, bis auf Hülle. Und das hat nicht mehr gefahren, ne? Ja. Finde ich auch scheiße. Ja, was juckt mich denn die Karosserie? Hat alle Räder, muss fahren. Ich komme jetzt gleich in Celeno rein. Ich bin nördlich von Celeno. Da in dieser großen Tanke gewesen oder wo? Nö, ich bin schon 1,5 Kilometer wieder draußen. Ach, du bist Celeno und dann einfach weiter gerade hoch und nicht hinten lang. Die Strecke genau. Zu unserer Base. Ah, okay, dann verfolge ich dich. Dann fahre ich da jetzt auch lang. Du holst mich eh ein. Ich habe ja den Punkt gesetzt, ich fahre nämlich einfach nur auf den Punkt zu. Ah, okay. Dann könnte er notfalls hier rechts hoch nochmal bei dem Helicrash vorbeischauen. Warum? Da wird ja neuer Loot gespawnt sein. Ist wo das ist er eigentlich? Ich dachte, das ist nicht der. Ja. Nee, ich dachte eben nicht. Ich dachte, da gibt's einmal Loot und dann war's das. Einmal im Server Restart, oder? Ja. Ich hätte gedacht, da kommt wieder neues Zeug dazu. Wo habt ihr eigentlich die ganzen Magazine und sowas hingetan gehabt? Ich habe schon ein paar. Ich fahre gerade am Polizeiauto vorbei. Ich bin rechts hochgefahren, kurz danach, ne? Rechts hoch? Links hoch meinst du? Nee, rechts. Und jetzt fahre ich durch Pulkovo. Jedenfalls, ich habe ein paar Magazine schon ins Lager gebracht, Redgar. Ach so. Ein paar sind aber auch noch in dem Ural. Ja, aber ich bin durch Pulkovo durchgefahren. Gerade eben. Ach, da rechts, ja, alles klar. Und hab leider eine Sackgasse erwischt. Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt zum Admin-Lager gefahren. Audi, ja, ich fahr gerade vorbei. Ich fahr wieder zurück. Ich fahr einfach mal vorbei. Oh ja, du fährst scheiße. Da sind die ganzen Helis und so ein Scheiß. Von mir aus. Wo bist du denn jetzt, Paco? Ich sehe direkt vom Admin-Lager. Aber warum ja, scheiße. Du halt ein? Ich sehe dich da langfahren, da bist du doch beim Base Shield, Mann. Ich bin dagegen geknallt, ja. Hab ich gerade gesehen. Ich fahre auf der anderen Seite. Bring mal was mit aus dem Lager. Space Shield is stronger than me. Ach, das ist Quatsch. Jetzt klar, aber jetzt krieg ich einen Bann oder sowas, ja. Sag, du bist betrunken. Ja, es gibt ja das Beweisvideo, dass Paco betrunken gerade gefahren ist. Ja. Gibt das Beweisvideo, dass ich gar nicht wusste, wo ich eigentlich langfahre. Ja, du bist jetzt gleich beim Admin-Lager, oder ist es? Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich komme jetzt wieder auf die Straße. Was hat's denn als letztes für einen Ort gehabt? Wie hieß der Ort?
wo ich gespawnt bin. Dann bin ich glaube Richtung Westen gelaufen. Orlowitz. Ich höre dich, Paco, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich hab jetzt hier oben auf die Straße und dann bin ich rechts abgefahren. Ah, die Straße. Ist ein Feldweg. In der Hoffnung, dass irgendwann nochmal was links abgeht. Ich lauf den jetzt einfach mal ein Stück, vielleicht sehe ich irgendwelche Häuser. Bist du nach oben gelaufen, also nach Norden oder wo bist du lang gelaufen? Die Straße rechts ab, was ist das denn? Ich glaube, ich bin nordwestlich gelaufen. Wenn ich mich richtig orientiert hatte. An der Hauptstraße lang oder? Querfeld ein. Okay. Paco, wo bist du? Ich fahr an einem Damm vorbei. Ja. Du Damm müsstest wahrscheinlich noch weiter westlich laufen. Ich sehe so eine Art Sendeturm mit so Satelliten dran. Das ist, glaube... Der steht auf dem Berg. Links von Polana ist der, glaube ich. Ich komme jetzt auch, glaube ich, in ein Dorf, oder ist das nur so eine Scheunensiedlung? Sollen wir den mitnehmen? Häng ihn an. Aber Schild sehe ich noch nicht. Ich habe jetzt hier gleich eine feste Straße. Es müsste Polana sein, denke ich mal. Dann folg einfach der Straße oder lauf leicht links, dann kommst du wieder nach Gorka. Also die Straße ist hier zu Ende, dann ist es hier... Okay, ist Sackgasse. Ist eine Sackgasse. Ich bin aber auch scheiße zusammengefahren jetzt, ne? Absolut, wir sind 5 Kilometer entfernt. Ja. Ja, es kam auch wirklich keine verfickte Straße mehr, um links abzubiegen, eben. Oh. Ich guck mal, ob da unten ein Ortsschild kommt. Du bist aber auch scheiße zusammengefahren, ja. Ja, wir fahren einfach die Strecke wieder zurück, oh Gott. Ich knall überall gegen die See. Wenn wir so weit kommen, ohne zu brennen, ja. Ja, haben noch 60 Minuten, ne? Ich weiß, es wird immer enger. Wir sollten echt einfach nur das Zeug nachts verbrennen und dann gucken, dass wir das bis nach dem Server-Restart safe haben und... Dass wir es irgendwie ins Lager kriegen und... Genau. Ja. Weil die Urals müssten ja relativ voll gewesen sein jetzt gleichen. Ja, waren sie auch. Also ich glaube, der eine hatte die 32 oder 34 voll und der andere war bei 25, 28. 28, glaube ich, ja. Ja, geht Richtung 2000 Gold. Der hier... Gold. Ich habe 10 Stück hier Gold. In meinem Laserschwung Mustang. Polizei Mustang. Serenity? Serenity? Ja. Siehst du das Meer zufälligerweise? Oder hast du das Meer gesehen? Nein. Wo du auf diese T-Kreuzung zugelaufen bist? Nur wenn ich die Augen schließe. Nee, nix. Ich habe hier Farmbus. Stand der Bus hier eben schon? Farmen. Keine Ahnung, bin ich eben schon mal angefahren? Ah, da kommt ein Ortsschild, da kommt ein Ortsschild. Oder ein Wegweiser zumindest. Paco, das ist die Strecke, wo wir mit Halunke gefahren sind und keine 10 Meter weit kam, weil sofort der Wagen brannte. Da fuhren die noch 130. Super. Ja. Beste Voraussetzung. Da war, bin ich das erste Mal mitgefahren bei denen und war dann direkt bewusstlos und bin fast gestorben dabei. Ja, das war echt. Ich glaube, darum bin ich hier gelandet, ey. Wegweiser. Alles gut. Dann lies vor. Der müsste nach Westen zeigen. Lies vor, du bist gut. Das ist doch bloß ein bisschen russisch. Lies es auf Deutsch, also so wie die Buchstaben aussehen, der Red Gun. T-Y-N-R-A. Ein Kilometer. Also ein kleines R. T. T-Y-N-R-A. Ist das nicht, Ich sehe das Meer, glaube ich. Ich glaube, wir unten an der Küste. Ist das nicht irgendwie das nach Krasnostarsk? Ja, aber... Moment, ich gucke, ich habe gerade meine App auf. Nochmal bitte vorlesen. T-Y-N-T-N-R-A. Benutzt doch jemand von euch DayZ Central auf dem Handy? Nee. Ist gut. Da hast du Korrekturtabellen für Sniper drin, Lautstärken und Schaden von Waffen, Karten, Uff. Alles drin. Ah. Koordinaten. Ach, Tulka mehr. Bestimmt. Du bist Tulka. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Tulka, Tilzu und NRA, ja. Also ich habe 3 Kilometer bis nach Kambi-Wobo. Kamishovo. Und 1 Kilometer nach
Conhermine. Irgendwas mit C-O-N-H-E. Oh, hier sind zu viele Zombies aktiv, hier könnte schon Spieler sein. Mhm. Also ich bin unten direkt am Meer. Ja, du bist Tulk. Michael, the original one, hat deine Videos auf YouTube. Okay, alles klar, herzlich willkommen. Tja. Michael, the original one. Number one. Dann ja? Bist du aber vollkommen in die falsche Richtung gelaufen, wenn du aus Orlowitz los bist. Live-Absendung. Scheiße, hier sind wir falsch, ne? Wir hätten da ich kann noch. Sowas. Gut, dann schnapp dir ein Fahrzeug und fahr in die andere Richtung. Dieser Heli-Crash, wollten wir da nicht nochmal gucken, um Redcard zu beruhigen? Könnt ihr ja machen. Ja, wollten nicht, aber bevor er Nero gibt... ja klar, wir gucken einfach mal. Ist da unten ein Spieler? Ne, ein Zombie. Da sind noch die Dosen. Ne, ist nichts Neues gespawnt. Sieht nicht so aus. Na Schweinebacke, was gucken Sie mich so an, nur weil ich Tortilla-Chips habe? Ich habe übrigens meiner Mutter deinen Hund gezeigt, ne? Und sie meinte, der ist so hässlich, dass er schon wieder hübsch ist. Mütter finden den immer hässlich. Ich finde meinen Hund hübsch. So ist das mit Kindern, gell? Ja. Die können drei Augen und vier Arme haben, aber man findet sie halt hübsch. So ist das. Das war meinem Sohn nicht anders. Erst habe ich gedacht, oh Gott, aber da habe ich mir gedacht, der ist halt mein Kind, ne? Ich zitiere an dieser Stelle gerne die Fantastischen Vier. Du wirst geboren, Arschgesicht, Vater sagt, war ich nicht. Finde ich immer gut. Ich habe einen fahrbaren Untersatz. Ist viel wert. In welche Richtung soll ich jetzt fahren? nach Norden, glaube ich, ohne Karte. Ich habe jetzt nichts verstanden, weil der Paco reingeklärt hat. Nach Norden. Also einfach vom Meer weg. Nee, vom Meer weg ist ja nicht Norden. Theoretisch so, dass das Meer auf deiner rechten Seite ist. Auf meiner rechten, okay. Genau, das ist Norden. Weil du bist ja auf der rechten Seite der Karte. Ja. Woher soll ich das wissen? Ja, Beretz und so, die Richtung bist du doch. Ah, Beretz, okay, ja. Ich hab gedacht, ich bin schon viel weiter unten. Nee, ja, bist du ja auch. Doch, du bist weiter unten, du musst nach Beretz hin. Okay. If you're driving to Barrenzino. Mach dir notfalls die DZDB-Map noch nebenbei mit auf. Die habe ich auch mit offen. Geht wieder der Steam-Support? Nee, ich mach's das über... Ja, er hat doch eh einen zweiten Monitor nebenbei laufen. Ja, achso, das stimmt. Ja, machen, das, ne? Das Blöde ist halt, dass ich das Spiel nicht im Fenstermodus spielen, dass es nicht unterstützt. Ah, kannst du nicht einfach in dem anderen Monitor rumpushen. Richtig, dann springt das Spiel raus. Dann tapp doch einfach ganz kurz raus und mach's drüben auf. Ja, mache ich ja auch immer. Raus tapp kurz raus irgendwo und dann guck ich, wo ich bin. Hier liegt ein toter Spieler. In San Francisco. Warum liegt hier ein toter Spieler, Paco? Boah, soll ich das wissen? Ich hab nicht gefragt. Das ist uncool. Hier ist der eine und da hinten müssen die anderen beiden sein. Da sind sie. Sehr wunderbar. Fein. Gucken wir mal ganz kurz, wie viel wir drin haben an Zombies. Der tote Spieler ist ja bestimmt Paco, oder? Nee, auf der Straße lag einer. Ach so. Okay, ich guck mal. War bei meiner Leiche, da war aber nicht groß was drin. Ne? Hat Redguard geguckt. Ich habe mir die Korte mitgenommen, aber die Waffe ist noch da. Die könnt ihr ja notfalls für einen unserer Alex. Einen der Alexe. Okay, 30 sind im Vorderen. Es dauert echt lange, sich den Content anzugucken hier. Weil wie viel drin ist? 30. 45. Oh, wir müssen los, Mann. Ja gut, wir hätten es auch, wir haben es ja auch in 25 geschafft. Ja, aber wir sollten trotzdem auf Nummer sicher gehen. Müsste es gleich ein Solchi sein? Solnitschni meinst du? Solnitschni. Jo. So, und 32 sind in dem hinteren plus die 10, die wir vorne haben. Es lohnt sich nicht, glaube ich, hier nochmal Krach zu machen, oder? Eigentlich nicht. Fahrt lieber zum Burner. Genau, fahrt zum Burner, holt das Geld und dann ist gut. So sieht das aus. Da hat der Herr Redguard ein wahres Wort gesprochen. Mr. Zero? Die Pussy war es wieder. Ja, aber diesmal... Ich würde sagen... Von Solchi aus dann einfach nach Westen durch über Polina, immer nach oder? Oben, erstmal nach oben fahren. Hör einfach auf den Redguard, der weiß das immer super. Mr. Zero, ich hab Ihnen meine alte AKM mit zwei... ich blute jetzt, weil mich ein verfickter Zombie einmal getroffen hat, Mann. So, ich hab das Auto schon fertig. Mach dich auch kurz fertig. Ja, Moment, ich muss mich verbinden. Jo.
immer weiter am Meer entlang fahren, dann kommst du an der Fabrik vorbei, Nitschnoje, und nach Nitschnoje kommt, geht eine Straße links ab. Na, der hat mich schon wieder erwischt. Ich glaube, ich habe jetzt links von mir Industrie. Genau, das müsste die Fabrik sein, denke ich mal. Ich kann mich nicht verbinden. Jetzt stirb hier nicht weg. Ja, ich habe schon nur noch 9000. Alex hat Blut, oder? Hast du nochmal eins eingesteckt? Ich glaube, ich habe nochmal eins, ja. Warte, aussteigen. Ich wechsle auf die M9. Ich komme dir hinterher, Paco. Nein, ich habe keine Magazine in der kein Magazin in der M9. Das gibt's doch nicht. Hurra! Gib ihn eine! Wieso bin ich gleich tot? Weil ich hier so viel drin habe. Gib ihn eine! Nitschneu hat einen Hafen, oder? Okay, den Rest decke ich hier ab. Das müsste dann... Müsste ich jetzt okay. Nitschneu, glaub sein. Und ich gebe genau, und da ist, dann kommt in Nitschneu, oder kurz vorm Ortsausgangsschild oder sowas, müsste eine Linksstraße kommen und kurz danach müsste nochmal eine auf der linken Seite kommen. Da kommt ein Hopper. Mhm. Okay, du musst jetzt gleich wieder Blut haben. Okay, dann los. Scheiß auf den. Ich glaube, das müsste jetzt... Ja, das ist Nitschneu, das Ortsschild. Du fährst mit Mustang, ich mit den Trucks, oder was? Ja, so machen wir's. Bin ich über Bahnschienen gefahren? Jetzt habe ich Feldweg, oder? Nee, das müsste ein richtiger Weg sein. Der macht so einen leichten Rechtsbogen. Ah, dann bin ich eins zu früh. Genau. Bei meiner war ein Linksbogen. Mhm. Bei dir hinterher, weil ich habe keinen Punkt oder so, ich finde das so falsch. Ja, gut, fahr mir einfach hinterher. Wir fahren erstmal zurück auf die Straße und dann links runter. Ich muss erstmal hier rauskommen. Ihr habt das genau zwischen Bäumen geparkt. Ja, so dass es keiner sieht, ne? Ja, so dass keiner mehr rauskommt. Weil ich kann die Kamera nicht ganz nach hinten drehen irgendwie. Doppel A. Doppel alt meine ich. Kann das sein, dass das ein bisschen Landesinnere ist, Nitschneu? Nö, eigentlich nicht. Du hättest einfach bloß rumdrehen brauchen und dann wieder auf die Hauptstraße und dann zur zweiten links abführenden Straße. Ich bin jetzt wieder an der Straße, die am Meer lang geht. Na, und dann müsstest du theoretisch, kurz danach, nachdem du diese Straße fälschlicherweise abgebogen bist, müsste nochmal eine auf der linken Seite kommen. Die auch über die Schienen führt und dann einen leichten Rechtsbogen macht und dann kurz danach wieder einen Linksbogen. Ja, ich fahr gerade oben aus dem Wäldchen raus, weil ich, egal wie oft ich auf Altheimer, ich kann nicht drehen. Okay. Kamera. Muss eigentlich nur tak tak und dann müsste ja, es gehen. Ja, ich kann sie drehen, aber nicht ganz komplett rum, ich habe die Bäume nicht gesehen. Okay. Okay, ich kommst bin auf jetzt... die Street. Mhm. On the road again. Vendetta, fahrt ihr nach Glen oder wo fahrt ihr hin? Ja, wir fahren zu Beretz da, also da, wo der ist, genau, das ist am Glen. Am Glen. Genau. Oben beim Krasnodar-Berg geht, ne? Ja. Naja, das ist aber auch der Fall. Nicht ganz falsch, glaube ich. Weil das du ist dann ein ganz Stück hinter Nitschneu, glaube ich, dann, die Nummer abgeht. Weil ja, die ist, was weiß ich. Schwer zu schätzen, vielleicht 500 Meter oder sowas dahinter. Ah, okay. Da vorne parkt ein Ural. Siehst du das an der Tanke? Ja. Warum sollte der da stehen? Da stand aber letztens auch schon mal einer. Ah, okay. Dann ist ja gut. Sonst wäre ich jetzt hingefahren. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es. Gestern haben wir den, glaube ich, schon mal gesehen. Okay, alles klar. Haben wir auch jetzt führt der Weg so leicht einen Berg hoch. Also ich habe jetzt Bahnschienen, jetzt Rechtskurve und dann Linkskurve wieder, ne? Genau. Du driftest wieder, ne? Ja. Gerne groß Drift. Ja, geht leicht bergauf. Also Furious and the Undead. Auf der Straße bleibst du jetzt einfach, bis du durch Bernzino durch bist. Und dann führt irgendwann mal eine genauso breite Straße rechts ab. Okay. Also wenn es um Navigation geht, dann ist Redguard echt der Beste. Ja, ich merk's grad. Ja, gehst du einfach mal so aus dem Kopf. Ja, was ist da? Also das hat er teilweise auch schon gemacht. Ich glaube, jetzt bin ich Berens. Ja. Also komplett durch, oder was? Genau. Also, nee, beziehungsweise du musst links abbiegen, entschuldige. Wo? Hauptstraße, oder? Genau, an Hauptstraße links abbiegen. Wo bist du? Ich seh dich nicht mehr. Ja, ja, fahr noch ein Stück, hab's gefunden. Dann siehst du mich, ich hab angehalten. Das müsste dann so ein Platz sein, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Jetzt habe ich nochmal eine T-Kreuzung. Ach, da. Alles klar. Nochmal links, noch? Oder?
Was, nochmal eine T-Kreuzung? Ja. Die geht nach OPN. Wir müssen nach unten lang. L. OPL. Nee. Wie bin nochmal? Ich hab's gerade nicht gehört. Ah, die geht nach Olowitz, die Kreuzung. Ah, okay. Da lang fahren oder? Olowitz, warte mal. Nee. Geradeaus. Das geht nach Hopka. Dubrovka? Nee. Nee. Nach Hopka? Ah, ja, ja, nach Burka ist das Burka. Ah. Das T sieht aus, ist so ein halbes T ist das, ne? Ja, wird gesprochen wie G. Genau, Richtung Burka musst du. Gut. So gut, dass du Russisch kannst, Junge. Ja. Jetzt bin ich aus Bären. Das war man im Osten in der Schule. Ja, natürlich. Ja. Guck mal, Fach. Wir sehen den Zombie Burner schon da oben, rechts. Brennen? Nee, noch nicht. Den sehen gleich nur alle anderen Brennen. Ich bleibe jetzt einfach auf der Straße. Genau, die müsste dann bei meinem Linksknick machen und dann wieder einen Rechtsknick. Den Linksknick hatte ich glaube jetzt. Na. Dum, da, dum. Oh, 55 mit Turbo. Drecksmoped. Ja, aber du kommst in unsere Richtung, das ist doch schon mal gut. Ja. Mit unserem Navigator. 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 Telefon Terror. Ventilator. Und jetzt im Chor. Siehst du mich hier oben? So. Rechte Seite von dir. Fahr einfach weiter geradeaus und dann. Ach, da bist du. Ja, ja, den Feldweg hier hoch. Also Feldweg. So, die steigt jetzt wieder leicht an. Ein bisschen schneller als ich. Ja, ja. Da müsste dann irgendwann rechts abgehen, die Straße nach Dubrovka. Da kommt ein Schild. Rechts ab nach so ein komisches A, Y, G. Ja, passt. A, Y, passt. Passt ist Dubrovka. Fängt ja auch mit A an, ne? Na, die sprechen das einfach nur rückwärts. Ja. Hm, stimmt. Wie war das Moskau? Mokba? Mokba. Wo nur die Moks zur Bar gehen. So, bin jetzt ein Dubrovka. Genau, immer weiter vorn. Hier steht ein LKW. Nicht gesehen. Da was drin sein könnte? Immer auf der Hauptstraße bleiben. Mhm. Mach hoch die Tür, die Tor, mach weit. Ja, mach ich. Ah, jetzt geht's erst auf. Oh, da hat jemand ein Schild umgefahren. In früheren DZ-Videos hatten wir hier oben auf dem Glen unser Lager, das war cool. Da hast du voll die coole Aussicht. Ja. Jetzt bin ich draußen. Dass ich auch noch ein bisschen rumkomme. Ah, okay, warte. Oh, ich hab grad einen Hänger. Ja, Ella lockt sich ein. Oh, da kann die uns jetzt voll bashen, wenn wir im Fight mit den Kollegen sind, dann lockt sie sich einfach ein und wir verlieren. Das kann ja nicht sein. Warum? Bei denen hängt sie auch. Hm. Hängt selber weit. Stimmt. Immer wenn Ella kommt? Ja. Das ist nicht wahr. Doch. Immer wenn sie sich einloggt, hängt der Server für 1-2 Sekunden. Oh, hier steht ein Jeep. Ist der besser? Was war das denn? Ich habe gerade Unload gedrückt und dann hat er automatisch geschossen. Ah, der, guck mal, das ist ja der Chef-Zombie. Ja, ja, den haben wir mitgenommen. Ja. Oder du fährst lebendig, du kommst mit mir. Oder auch untot. Nein. Ich unloade, du lieferst, oder was? Ja. Ist so eine Tankstelle zufälligerweise schon vorbeigekommen? Nein. Ich weiß nur nicht, wie es hier mit Sprit aussieht. Obwohl müsste theoretisch auf der rechten Seite dann kommen. Das, und ich habe Sprit mit. Okay, aber es war eh Restart, also hier war bestimmt noch keiner. Obwohl, wer weiß, es ist ja schon wieder ein paar Minuten her. So, das muss jetzt leer sein. Mal gucken. 2020, war noch keiner hier. Okay, dann hole ich hier mal raus. Ah ja, die Tanke sehe ich gerade. Genau. Und dann ist nochmal ungefähr die gleiche Strecke und dann kommt rechts ein Feldweg und den musst du reinfahren. Inkubator. Hier, Pete, hast du einen Tortilla-Chips, aber wehe, du bist am Pupsen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Es dauert ewig, bis ich sehe, was in der Unload-Liste ist. Hm.
Soll ich mal probieren, ob es bei mir schneller geht? Ja, guck mal, vielleicht. Dann lieferst du halt. Ist ja egal. Ja, wer liefert, ist ja egal. 1, 2, ah, geht. Wie? Ist sofort da gewesen? Ja, so maximal 2 Sekunden. Ich drück mal drauf. 1, 2, 3. Jetzt ist es da, aber ich kann immer noch nicht sehen. Jetzt sind die Zombies da. Also okay, das dauert Achtung, zu lange. Jetzt drücke ich. Wir haben gerade das Menü weggegangen. Wir haben Reifen zu wenig. Ja. So, habt den Feldweg rechts ab. Jetzt ist da. Genau. Ja, dauert das ungefähr beides gleich Wald, dann. Ne? Ja. Ja, ja, Moment mal. Stückchen, ja. Ich drücke jetzt. Und dann müsst ihr genau auf die Jungs zukommen. Okay, machst du. Und die Zombie-Birne. Also wenn ihr ein Moped hört, das bin ich. Ja, ist ja, ich habe eben schon mal das Schießen ausprobiert extra. Alex, der Zombie-Birne war ja oben auf dem Berg, ne? Ja, genau. Direkt. Okay. Hier liegen auch noch welche. Oh, bergauf quält sich das Ding aber. Ja. 30, 36, 35. Du weißt doch, wer hat dich am Galgen hochgezogen, weiß ich, wie schwer mein Arsch gewogen, ne? Danke. hier steht ein Ural. Ja, noch ein Stück weiter. Ja, der stand eben schon da. Du kannst auch gerne mal gucken, ob da was drin ist. Oder? Da kommt er, guck ich dir an, ne? Nee. Nee, 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 nee. Die Moped Gang. Dann vielen Dank, Redguard. Nicht zu danken. Der Navigator! Er kann einfach nur Russisch im Gegensatz zu uns. Ja, das kann auch helfen in dem Spiel. Ja, das ist, wenn man früher halt schon mal benachteiligt war, hat man jetzt seine Vorteile dadurch. Genau. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, ist einfach so. Ja, so, ich track mal. Hätte ja auch keiner gedacht, dass man ein Spiel, was in Russland spielt, so einen Erfolg hat. Stimmt. Das wäre ohne diesen Mod auch niemals so erfolgreich geworden. Niemals. Bohemia Interactive kann so feiern. Wo das Set so groß wurde, wie auf einmal das Spiel 4 Wochen lang auf Platz 1 in der Steam-Liste war. Ja, das war übel. Stimmt. Was es noch nie war. Ich muss zugeben, ich wusste nicht von dem Spiel vorher. Ja, ich wusste es schon. Wir haben ja auch vorher Operation Flashpoint gemacht, ne? Das war gut. Ja gut, die waren ja auch ein Mod-Team. Und genau so ist es in etwa bei Arma. Arma wirkt immer noch wie ein Mod. Obwohl es ein fertiges Spiel sein soll, ne? Leider. Ja, schäbig. Man sollte mal gucken, wie 3 wird. Ich meine, die Alpha also, kannst du ja zwar schon holen, aber ob die... Ich hab die Alpha, ich hab's angespielt. Und ist auf jeden Fall von der Engine her deutlich besser. Naja, vielleicht wird ja irgendwann das Ganze hier übersetzt, dann kann man sich ja vielleicht mal überlegen. Das geht schon, das hatte mir Treiber erzählt. Es ist schon möglich... Eine Sache ist nur nicht möglich, und zwar die Zombies fehlen noch da drinnen. Also die kriegen dieses ganze Zombies. Ja, genau, dieses ganze Löwenherz-Ding ist möglich, da drauf zu bringen. Haben sie auch schon ausprobiert, läuft wohl auch sehr, sehr gut, soweit ich das gehört habe. Aber es funktioniert noch nicht mit den Zombies, ne? Da muss erst halt der Mod kommen, sage ich mal, von... Ja, ich weiß nicht, ob Dean Rocket da noch was macht. Vielleicht. Dean Rocket Hall heißt er, ne? Ja, gut, momentan sehr mit der Standalone voll oft beschäftigt, ne? Hast du dir die angeguckt? Sieht scheiße aus. Alter, aber sowas von. Da spiele ich doch tausendmal lieber unseres hier. Ja. Ich hab mir's noch gar nicht angeguckt. Aber mach's auch nicht, ihr macht's hier nicht kaputt. Ja, da kann man nichts kaputt machen. Man hat ja wirklich auf irgendwas gehofft, ne? Irgendwas Schönes, aber das ist, weiß ich nicht. Es ist Arma 2 Engine und das geht doch schon mal gar nicht. Hätte er doch eine andere Engine genommen. Hätte er die 3er genommen, ja. Ich meine, das Menüsystem ist besser geworden. Da hast du jetzt Drag and Drop zum Beispiel. Was hast du? Drag and Drop hast du im Menü jetzt bei der Standalone. Hast du doch hier auch? Nicht wirklich. Nee, du kannst doch nur mit den Pfeilen arbeiten. Ja, nee, du kannst aber auch einfach draufklicken. Ach so, ihr meint einfach mit reinziehen und so. Ja, genau. Das Menü haben sie schon verbessert, ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Drag and Drop. Ich dragge den Zombie und droppe ihn hier rein. Recht hast du. Also, Drag and Drop ist eigentlich nicht so gedacht, dass es ungefähr 15 Sekunden dauert. Drag, Drop and Burn. Aber in den ganzen Videos, die gezeigt wurden, war so armselig, dass es immer darum ging, ey cool, er trägt jetzt Motorradhelm. Ja, wen interessiert's?
Die Zombies von waren... Von mir aus kann der Zombie Müllsack tragen. Nee, der Spieler, der konnte ein Motorrad haben. So, ja, toll. Super. Ich habe eine rote Mütze. Yay. Ich bin voll getarnt. Ja, wenn ich mich mal an mein Mondblumenfeld stehe, dann seid ihr alle tot, ne? Ja? Ja, ruhig. Okay. Vielen Dank. Ich bin immer noch am Ausladen. Bitte. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du immer noch auslädst. Ja, das dauert echt ein bisschen. Ich habe ja gerade, als du gekommen bist, erst mit dem Hinteren angefangen. Ja, okay. Hast du gesehen, wie lange wir gebraucht haben, wo wir zu dritt den einen ausgeladen haben? Mhm. Das ja, Einladen, das haben ja jetzt die Abonnenten gar nicht gesehen, das war halt auch voll die Tortur, weil es einfach nur noch geleckt hat und es hat einfach alles ewig gedauert. Und außerdem vom hatten Super wir Zombie. Ja noch teaminterne Sachen zu besprechen, deswegen konnten wir jetzt gerade nicht aufnehmen. Ja, das stimmt. Aber das können wir ja eigentlich hier mal bekannt geben, oder? Werden die Leute vermutlich sowieso früher bei mir sehen, aber ja. Ist ja egal. Wir wurden verlassen. Ja, ja. Ella wird in ein anderes Team wechseln, aus dem Grund, dass wir alle so wenig Zeit vergeben haben. Vergeben sind und deswegen keine Zeit. Nee, Quatsch. Weil wir das alle in Real Life haben. Nicht. Ja. Das ist also ohne Vorwurf jetzt, um Gottes Willen. Also Ella hat das auch schweren Herzens gemacht, aber sie möchte halt in einer Tour spielen und das geht mit uns nicht. Und das ist auch überhaupt nichts Verwerfliches, das ist vollkommen in Ordnung. Und das heißt, wir werden bald auf Ella schießen. Aber Ella wird weiterhin eine Freundin des Impulsteams sein und die Kugeln kommen halt mit freundlichen Grüßen. MFG mit Füßen getreten. Ah, du weißt, dass wir alle benachteiligt sind, weil wenn sie kommt, leckt alles. Ja, aber es war ja vorher schon so. Nur wenn in Zukunft sich ein Team entschließt, nicht mehr weiterzumachen, dann geht alles an Wasp. Naja, mal gucken, ob Ella da was für uns raushaut. An dieser Stelle schönen Gruß an Toto. Wir sehen uns auf dem Schießstand. Ja, Toto ist schon 2-3 Mal gestorben da unten. Hey, wir müssen ja noch über Ablöse reden, ne? Also, falls irgendwer von euch das Video hier sieht, das kostet euch noch was, das hier. Wie Ella gesagt, hat, ne? Minimum 3 Kamele. drei Kamele und eine Ladung Shisha-Tabak. Wichtig Nein. ist natürlich auch, dass die Kamele voll bepackt sind. Dass sie große Höcker haben. Und für Alex noch ein jungfräuliches Schaf war das? Ja, ein jungfräuliches Schaf, genau. Das ist ein Standardschaf, schön warm und flauschig. Ja. Ja. Mit dem ersten Anus. Ja. Kein Austausch-Anus. Ja, nee, Austausch-Anus geht gar nicht. Muss noch original sein, das Schaf, ja. Austausch-Anus ist so eklig, weißt du? Echt. Na, das muss die Ella jetzt vielleicht nicht mehr tragen, diese Gespräche. Ja. Glaubst du wirklich, da sind auch Männer? Bist du sicher? Weiß ich nicht. Jetzt können wir gegen sie hetzen. Gegen Wasp? Jemand, der sich Wasp nennt, das sind keine Männer. Hier geht unsere, ich wollte gerade sagen, gute Seele, aber es ist ja Ella. Die Ella ist ja eigentlich böse. Hier ist der Maximus noch auf dem Server. Maximus? Heißt der wirklich Maximus? Von wo ist denn der? EGF. Nicht, dass der... Nee. Weil der ist ja auf einmal aufgetaucht beim anderen Zombie-Burger. Jokerface ist noch von EGF da. Und Noisekick. Gil Patrick? Ja. Jokerface, Jokerface. Der war echt schlecht. Das ist mir nur gerade eingefallen, weil ein ehemaliger Arbeitskollege von mir mal alle Lieder auf Batman umgedichtet hat. Ah, okay. So, auch so Sachen wie 90er Jahre. So, Batman is a dancer. Und da kam auch irgendwann mal dieses Jokerface. Deswegen ist es mir nur gerade durch den Kopf gegangen. Das war so ein ziemlich beknackter Arbeitskollege von mir. Ja, red ruhig weiter, ich erzähl's gleich. Ja, erzähl ruhig. Ich hab bei Chibo gab es jetzt so eine Dreier-CD-Sammlung mit Filmhits und so ein Scheiß, ne? Und ganz vielen Themes und was weiß ich nicht alles. Meine Frau wollte die unbedingt haben, haben wir sie gekauft und ich hab die heute Morgen reingelegt, ne? Da ist sehr viel so orchestralisches Zeug drin. Hält auch aber das Theme von Batman. Und in der Zeit habe ich gerade meinen Lütten gewickelt, ne? Und dann kam irgendwann so und er so voll riesen Augen gemacht, ne? Und war voll drauf und ich habe gesagt, das ist mein Junge. Hast du gesehen, was ich gepostet habe heute? Ne.
Nee, Bat-Fan. Ja, also so ein Deckenventilator, der so aussieht wie so ein Batman-Style. Da steht dann da, Bat-Fan. Ja? Was ich auch total gut fand, ich kam an eine Baustelle vor kurzem mit dem Auto und da waren so Warnsignale und auf zwei Warnsignalen klebt das Bat-Symbol. Das fand ich geil. Sind irgendwelche... Hier ist ein Bahnübergang in der Nähe, da auf dem einen klebt so ein Mario-Pilz drauf. Aber das ist auch auf schön. Auf dem Signal, das fotografiert. Das poste ich demnächst mal. Mach das. Das heißt, du kannst ruhig auf die Bahnschiene laufen, weil du hast ja ein Extra-Leben. Was dich nicht tötet, macht dich nur kleiner. Für die ganzen Suizidalen bei dir da wahrscheinlich genau das Richtige. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Ich hoffe, der ist noch drin. Ich gehe mal auf die andere Seite vom Zaun, ne, und versuche, die nochmal durchzuwerfen. Durchzuwerfen? Leichen. Wer oder was hustet da so im Hintergrund? Ist das die Trine? Eventuell. Ayone, hol mein Kleid. Der Zombie in meinem Bett. Der Zombie in seinem Bett und Lionel, hol mein Kleid. Jetzt muss ich mir die Alte von Braindead vorstellen dabei, ja? Wie sie hinter ihm sitzt. Es hört ja gar nicht auf. Oh nee, hier, die fallen nicht durch. Kannst du mal kurz... Hier, Zero, kommst du mal hier hinten hin zum Zaun und guck mal, ob du diesen gelben Zombie packen kannst. Ob der nah genug dran ist. Ich glaub, ja. Ja, packen. Super, dann schmeiß ich die alle so hin. Du musst nur noch gefragt, warum ist Zero eigentlich nicht bei uns im Team? Oder hat nicht den Clan-Tag davor? Weil ich die ganze Woche schon nicht online war. Und er hat es noch nicht. Achso, du bist quasi noch nicht offiziell bei uns im Team eingeführt. Oh, eingeführt, das machen wir auch mit einem Schaf. Alternativ mit einer Kuh, oder? So. Je nachdem, was besser reinpasst. Oh, ich habe gerade auf einen Zombie geschossen. Ach, du hast geschossen, oder? Ja, ich habe gerade falsche Taste gedrückt. Gott, ich dachte schon, ich habe mir wieder selbst in die Hoden geschossen. Ja, da Käferman. Mit der Granate, was ich heute erzählt habe, auch ich drehe mich mal vorsichtshalber mal zur Wand der Basis. Ich wollte nur auf F drücken für die Dose. Und dann, ich habe die Maus gar nicht in der Hand und er wirft die Granate. Ich so, Gott sei Dank habe ich mich umgedreht, ey. Ja, das ist Granate ärgerlich. Aus unserer Basis rausgeworfen. Und die Ella schockiert. Die war direkt im TS, nachdem ich gestern das Bild gepostet habe von dem Brennen vor der Basis. Ja, was war das eigentlich? Das waren zwei Urals, weil wir zu viele Fahrzeuge in der Basis hatten. Ach so. Wir haben die einfach nur abgeburnt. Das Ding war aber nur, dann kam der direkt die Ella ins TS. So, sag mir, dass das Road Flares oder sowas waren. Weil das ist ja so ein Winkel, das sieht ja echt aus, als würde die Basis brennen, gell? Aber wenn, die Ella wird ja weiterhin in unserer WhatsApp-Gruppe bleiben. Und jedes Mal, wenn wir die Ella töten, machen wir ein Foto von und schicken es in die WhatsApp-Gruppe. Ella, wenn du das hier siehst, ja, wir meinen es nicht böse, wirklich nicht. Das ist einfach nur Spaß. Du weißt, wie wir das meinen. Du bist jetzt halt unser geliebter Feind. Hast du aber schön aufgereiht. Ja, ich stapel gut, oder? Nee, ich meine Alex am Zaun. Ja, hier sieht aber auch schon lustig aus. Ich tue, was ich kann. Wir hocken hier wie die Penner. Zombie-Penner, blöder. Hast du mal eine Mark? Hast du mal ein Brain? Oh, Brain. Der ist so weit vorne gefallen, na, mal gucken. Ey, da hinten läuft ein Schaf. Was? Oh Gott. Ist es ein neues Schaf? Lass mich ran. Ist das ein neues Schaf? Oh ja, klingt jung. Geht definitiv. Tobi. Jung und frisch. Oder ist das ein neues Schaf? Okay, lassen. Kennt ihr noch Mr. Eyeballs? Kennt ihr das? Nein. Nee. Mr. Eyeballs kennt ihr nicht? Warum läuft denn hier so auf der Stelle hier oben? Warum nimmt der den Zombie nicht? Ah, jetzt hat er ihn. Mr. Eyeballs war so ein rotes Computer- oder Paint-gezeichnetes Vieh. Und, aber was war denn das? Balls.de. Das war früher so eine Seite für so Flash-Cartoons. Mhm. Und die wurde dann gesperrt, nachdem der Macher einen Song gemacht hat. Wie hieß denn die? Oh, die, für dich schiebe ich die Wolken weiter. Yvonne Katterfeld, jetzt habe ich's. Nachdem er da ein Lied parodiert hat und, Also die zwei, die davon liegen, kriege ich nicht. Ja, warte.
kommt gleich der. Ich sehe euch auch nicht mehr bewegen gerade, ne? Was? Ich habe auch ein rotes. Du bist außerhalb, ja. Oder? Ja, ich bin außerhalb. Ich hab einen totalen Superleck des Grauens offensichtlich. Ja, ich jetzt nicht, geht's wieder. Weil einer läuft bei mir oben auf der Stelle und Mr. Vendetta steht vorm Zaun und guckt blöd. Nee, da schmeiß ich gerade was rein. Ich darf mich nur nicht bewegen, Ich bin out of sync, offensichtlich. Oh, jetzt dauert's aber. Warum geht nicht? Jetzt Paco passiert's ist out of sync. Woran siehst du das? Weil wenn du ins Player gehst, hast du das D-Sync beim jeweiligen Spieler. Ich habe auch D-Sync 4. 71. Nee, warte mal. D-Sync ist ja hier bei dem Sascha. Wo bin ich? Da bin ich. Oh, ich habe 71, richtig. Ja, Paco ist total. Der hat 10.000. Ja. Also 100.000, das ist dann ein totaler Ausfall. Kommt das wieder oder müsste man sich reloaden? Das kommt wieder. Dauert aber. Also 71, jetzt sehe ich auch jemand laufen. Bist du gerade an mir vorbeigelaufen? Ja. 71 ist also auch noch nicht heftig. Sehr gut, schlimm. Sehr gut. Jetzt sehe ich auch, wieder bewegen. Ja, ich habe 10.000, also mach dir wegen ein paar 100.000, glaube ich. Eine 100.000. Million. Oh. Ja, ich bin unterschlagen. Noch weiter. Nö, ich hab's einfach mal weiter proportioniert. In den Raum gestellt. Ja, einfach so. Ach so. Jedenfalls, also deswegen musste die Seite geschlossen werden und da gab's halt Mr. Eyeballs und das war so ein rotes Vieh, was im Grunde ein Penis war mit zwei Eiern und auf den Eiern ist er gelaufen. Und der trifft Tobi, das goldene Kalb. Und Tobi hat nur drei Beine und dann kommt Mr. Eyeballs an und fickt den halt von hinten. Und dann kommt Gott von oben und sagt, Tobi, was habe ich dir gesagt über Analverkehr? Tobi. Und dann kommt wieder von oben so ein Blitz und dann verliert er noch ein Bein. Das ist großartig, echt. Und dann, aber dieses Blitz, da kommt nicht, sondern eine Stimme sagt Blitz. Und dann kommt dieser Blitz halt, das ist echt geil. Ich gucke nachher mal, ob ich das finden kann. Dann ich bin jetzt so out of sync, dass ich gerade nicht mal über die Treppe laufen kann. Ja, du stehst daneben, das stimmt. Okay, jetzt. Aber wir warten jetzt erst, dass es hier okay geht, weil ich habe gerade eine gelbe Kette. Ich auch. Dann gibt der Server gerade auf. Ein Zombie, an den ich nicht rankomme. Okay, wenn der Server aufgibt, dann sollten wir jetzt Gas geben, oder? Wie viel haben wir nur noch? Einer liegt noch draußen oder zwei, oder? Nee, gar keiner mehr. Zwei. Oder? Ich habe liegt noch einer vom Zaun. Ich sehe noch einen. Ich habe keinen eben eingeholt. Da ist dann noch einer geblieben. Ich sehe noch einen, an den ich nicht rankomme. Ja, an dem kommt man nicht ran. Ich bin auch rumgelaufen. Scheiße, ich sehe wieder nichts. Ah. Ja, der Server geht in die Knie. Dann lass das Geld saven. Ist immer noch einer da. Ja, ich versuche gerade zu tracken. Nee, du hast einen schon. Ja, das sehe ich auch. Du hast ihn jetzt in der Hand, genau. Und da liegt immer noch einer. Jetzt sehe ich ihn wieder. Also gib mal rein, die waren ineinander gekriegt. Dann renn du rüber, weil ich sehe ihn auch nicht. Soll ich nochmal schnell restarten? Damit die Rückfahrt wenigstens sicher ist? Nee, lass es. Nein, zur Not loggen wir uns aus und wieder ein, weil wenn wir das Geld erstmal haben, haben wir das Geld, ne? Ja, das stimmt. Weil ich weiß nicht, ob die Zombies auch teilweise despawnen, wenn du jetzt ausloggst. Okay, also hier unterm LKW. Ah, jetzt haben wir alle. Unterm LKW hier liegt auch noch einer, aber da komme ich nicht ran. Vielleicht fahre ich einfach nochmal. Ja, scheiß auf einen, oder? Einen lassen wir. Ich bringe jetzt noch einen mit. Kannst du schon meinen Burner anwerfen? Weil nach dem Restart wollte ich eh noch ein bisschen weiter burnen, also ist der eine jetzt nicht so wichtig. Ah, warte, ich hab ihn. Oh, verdammt, track hier, Dennis online. Seh ich grad. Aber er wurde getötet. Ja, was denn? Der kann uns jetzt von Pushtovka hierher absnipern, das weißt du. Echt? Ist das so ein super Sniper oder was? Ja. Das ist so einer, der dich irgendwie tausendmal erwischt, obwohl nur fünf Leute auf dem Server sind und du denkst dir, what the fuck? Ich der kann dich sogar treffen, wenn du in Gebäuden bist. Echt? Aber du willst ihm jetzt nichts unterstellen gerade. Nee. Er ist einfach nein, ey, das hat ihm Exo unterstellt. Bist du gerade da drinne? Nein. Okay, warte. Ich hab irgendwie einen Salto gemacht oder so. Ah, jetzt habe ich einen. Toll, ich hab einen Zombie in der Hand. Ich hab einen Zombie unterm LKW rausgezogen, einen. Ja, den habe ich gerade hingepackt. So, haben wir noch einen? Du hast auch noch einen. Ja, jetzt ist meiner weg. So, und hier unter den LKWs sehe ich jetzt nichts mehr. Also lass uns anschmeißen, das Ding. Okay, 15 Minuten. Du hast auch noch einen Zombie. Ja, den Badge aber nicht los. Ich habe kein Menü dafür. Okay. Sieht aber gut aus. Steig mal ins Auto ein. Ich verlierst ihn dann. Oh, okay. Er bricht sich alles Knochen. Ich mach die Dinger auf hier. Open. Der Ponne? Ja, hallo. Ponne, was geht ab? Ah, nicht viel. Ich bin müde und ihr? Mr. Zero, Sie könnten gleich mal an meinen
Backpack gehen. Oben. Da ist noch eine Wache drin. Sind beide auf. 20 Liter. Soll ich anschmeißen? Mach ruhig. Ja. Die verbrennen gerade Zombies. Und okay. Du hol dir mal die Akheim aus meinem Rucksack, damit du dich verteidigen kannst zur Not. Und hab's die Karte, gebe ich dir auch noch. Was ist denn jetzt hier los? Achso, das Feuer ist angegangen. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt hier? Aber viel Gegenwehr habt ihr ja nicht gerade auf dem Server. Wir haben vorhin 3000 Tacken verloren. Jetzt müsstest du eine Karte haben, oder? Warte mal. Oh, muss es gerade nochmal zumachen. Ja, das war's. Wir haben 3 LKWs Zombies verbrannt für die Katze. Vielleicht nicht weglaufen? Ist ja. Ella irgendwie gewechselt? Ja. Heute? Heute. Was passiert? Ich hab keine Karten. Nichts Schlimmes, es, liegt, einfach, Rucksack muss es liegt an unserer Inaktivität. Hast du meinen gepackt? Ja, ja. Das ist nichts Schlimmes, Ponne, sie hat vorhin mit uns drüber geredet und Ella möchte einfach in einem Team spielen, wo immer Leute sind und Ella hat halt einfach gerade viel Zeit, ne? Und wir sind halt nicht so viel online. Ist, ja. Aber das ist ja nichts Verwerfliches und sie hat sich ganz liebevoll bei uns so fast entschuldigt, also das ist... Nehmen wir ihr nicht krumm und wenn wir sie sehen, dann gibt's liebevolle Schüsse von uns, haben wir uns drauf geeinigt. Ja, wir bezahlen sie mit Blei. Aber die Frage ist halt noch, was Wasp uns bezahlt dafür, dass sie Ella kriegen. Ja, Ablösesumme halt, ne? Ich meine, für Götze hat es 20 Millionen oder was auch immer gegeben, Ella ist teurer. Wie, habt ihr den wirklich gescherzt mit den Leuten? Oder? Nee, das ist kein Scherz, ich leg da Wert drauf. Dann schreib sie mal an. Ja, ehrlich, so fällt das. So, ey, die Zombies brauchen aber ein bisschen. Oh, guck mal, gleich geht der Oberzombie oben rein. Ich war auch nicht schockiert, weil sie hat es bei mir schon mal angedeutet, vorgestern. Und wollte das halt dann nochmal hier mit dem Alex besprechen, habe ich gesagt, ja, tu das, ist nicht mein Bier. Wenn das gern wird, mit ihm macht das. Ja, ist ja auch, wie gesagt, nichts Schlimmes. Ja, 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 aber ihr seid ja Wert drauf gelegt, wäre es auch scheiße gewesen, wenn ich dann das noch vorwegnehme. Und deswegen habe ich da gar nichts zu gesagt erstmal. Die möchte auch gern weiter in der Impfgruppe bleiben bei WhatsApp. Ja. Damit wir sagen können, wo wir sind, damit wir nicht auf sie schießen müssen. Ne, wir haben schon gesagt, jedes Mal, wenn wir sie töten, schießen wir ein Foto und posten das in der Gruppe. Ja, das finde ich auch gut. Das ist nur fair. Ja. Wie sieht's aus? Burnt. Jo, es burnt immer noch. Ich guck ja unten über die Wiese, also vom Polizeiauto raus. Ja. Ich bin dann sehr, ich liege, ne? Ich lieg am Eingangstor. Gucken die andere Richtung. Also ich bin bei den Zombies, wenn die dann oben alle weg sind, dann ist vorbei, oder was? Normalerweise ja. Aber es liegt noch einer so ganz beschissen. Ich glaube, der wird nicht vom Förderband erfasst. Dann würde ich aber fast sagen... Oh. Ja, ich krieg ihn. Drag Zombie, ich krieg ihn noch. Dann schmeiß nochmal drauf. Ja. Wie machen wir es dann? Im Verbund zurückfahren und du fährst aber vor mit dem Schnellen, oder? Ja, können wir machen. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich glaube, oder wir fahren wieder nach Gorka in den Wald und loggen uns aus und dann machen wir weiter, oder wir loggen uns direkt aus und so nach dem Restart das Geld erstmal in die Basis. Turn off. Oder? Ja. Hallo? Turn off. Ah ja, get reward. Hey, du turnst mich mal voll off hier. Es sind zwar ein paar Zombies links und rechts daneben, wann kriege ich denn das Geld? Jetzt nochmal Menü. Ja. So, dann gucken wir mal, was es geworden ist, wa? Steht ja im Chat. 2430. Nicht schlecht. Gut, wenn wir jetzt gleich nochmal mit dir mit 3 LKWs losfahren und die voll machen, dann haben wir unser Night Vision und unsere Baracke. Oh, ist das echt dein Plan für heute? Ja. Okay, aber wir müssen das Geld wegbringen und gleich ist der Restart. Fahren wir jetzt schon mal los oder... weil 10 Minuten haben wir noch, ne? Ja, das Geld sollten wir auf jeden Fall wegbringen. Und wo wollten wir das hinbringen? In die Basis. In die Basis und dann warten wir auf den Server Restart und dann lassen wir das da. Wie, also du lässt es erstmal bei dir im Inventar. Ja. Und nach dem Server Restart kann man nach dem Server Restart lege ich es dahin. Ja. Da haben wir 3 Stunden Zeit. So, dann fahrt mal die. Ja, die sind untaut irgendwie. Ach, untaut? Ja, wahrscheinlich. Wo ist das aus Versehen passiert? Sind beide fahrtüchtig? Ja, willst du den einnehmen? Ja, dann komm, dann nimm gerade den hinteren. War nur gerade das Moped aus dem Weg. Ich glaube, der müsste fertig sein, der hintere. Okay, wir fahren in die Base. Jo, da lege ich mir auch mal einen Punkt.
Ja. Also so weit wie wir kommen in den 10 Minuten jetzt, die wir noch haben. Ja, dann fahren wir irgendwo rechts oder links in den Wald und locken uns aus. Ja. Gut. Ich wünsche euch viel Glück, Männers. Danke, danke. Ihr macht das sehr gut. Ihr macht das. Ich bin stolz auf euch. Okay. Ciao. Ciao. Hau rein. Ciao. Ich hau auch jetzt ab endlich. Du kannst den Zaun nicht umfahren, ne? Nee, kann man nicht. Das Ding ist komplett unkaputtbar. Das ging aber ganz zu Anfang, als das neu war. Da ging das. Da konntest du auch das Tor einfach auffahren. Weil die wollen ja, dass man ein bisschen Zeit hier verbringt, ne? Mhm. Macht's gut, Jungs. Jo, 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 ciao. Rein. Ciao. Dann fahre ich erstmal dran vorbei. Ja, fahr durch. Oh, erstmal das Moped geschrottet. Schön gemacht. Ja, herrlich. Soll kein anderer kriegen. Ja. So, und ich fahre einfach vor, oder was? Mhm. Ja. Die 11 Kilometer werden wir vermutlich erinnern. Aber ich habe nur noch 7 Schuss. Also ich muss so oder so ins Lager. Ja, ja, für die Handfeuerwaffe auch vielleicht mal 4-5 Magazine mitnehmen, weil ja, was wir da haben. Damit wir nicht so viel Lärm machen. Ich frage gerade, ob ich frage mich, ob ich Querfeld einfahre. Aber das ist Blödsinn, ne? Naja, kommst du nicht weit, ne? Wie fahre ich denn jetzt am besten links runter, ne? Oder rechts runter? Oh, nochmal schnell gucken. Links, würde ich sagen. Ich guck mir nochmal einen Zombie-Banner an. Obwohl, hm? Ne, rechts runter. Links und wieder rechts kann man, oder? Ich würde rechts über Krasnostav und dann oben nur noch lang fahren. Okay, ich glaube verloren. Ich bin auch nur unten an der Straße. Ja, ja, ich auch. Ich warte auf euch. Ja, ich habe Punkt gesetzt. Punkt auf die Base. Ja, beide. Okay. Sagt, wenn er da ist. Ich stehe noch unten am Feldweg. Auf jeden Fall. Hinter dem anderen Alex. Ja, aber da fehlt der Zero. Ah, ich sehe dich, Paco. Oder ist das der alte Truck? Ja, das ist der andere Truck. Ja, dann da weiter gerade runter, den Feldweg. Da ist ja so ein Feldweg, der da runter geht. Sache ist natürlich die, es wird jetzt immer dunkler, ne? Ja. Im Dunkeln lassen sich aber die Zombies besser umgehen. Wegsammeln. Ja, wegsammeln. Wir wollen ja nicht umgehen. Aber wär's nicht sinnvoller, einfach den wieder hinten anzutauen und er steigt bei dir mit ein? Ja, er hat ja auch jetzt eine Karte. Ich habe ihm meine gegeben, okay, weil ich das GPS habe. Okay, dann los. Ich hatte eben nur eine leichte Orientierungsschwester aus dem Lager raus. Also aus dem Zombie-Burner. Shit happens. Ja, also die Basis gefunden hätte er auch nur, dann wäre er halt nicht mehr Kolonne gefahren. Ne? Ja, aber es ist schon wichtig, dass ihr bei mir in der Nähe seid. Also deswegen fahre ich nicht so schnell. Ja, wenn die Scheiße wirklich am Dampfen ist. Ne? Zero, kannst du nochmal so einen Blick aufs ja, TS oder sonst was gucken, wie viele Leute gerade online sind und spielen? Da muss ich kurz raustappen, weil... Nee, dann lass das. Ja. Fahren wir einfach. So. Schiss habe ich jetzt trotzdem. Ich meine, hast du auch an in Krasnostav links, oder? Ja, links, genau. An der T-Kreuzung. Ich, okay, ich habe aber kein GPS mit. Okay. Da sieht man ja schön, ob schon rot ist, ne? Oh, mein Trinken ist alle. Ja, den Weg schaffen wir noch, oder? Ja, ich dehydriere halt ein bisschen, das ist nicht schlimm. Das kommt ein bisschen Familien vor. Nichts Schlimmeres. Mr. Zero, wie weit sind Sie hinter mir? Sag mal 4 Urallängen. Ah, oh, das geht ja. Ich fahre auch nicht mit Turbo. Ich fahre mit Turbo. Ich muss mir das E mal aufs W legen oder sowas. Bis also fahren. Ich fahre jetzt auch nicht mit Turbo. Also ich lasse das auf Shift, weil ich nicht immer Turbo brauche. Und ich fahre nicht mit Turbo, damit ihr nicht allzu weit hinter mir seid. Ja, du hast ein bisschen mehr Tempo. Weil jedes Mal, wenn ich da drauf drücke, fahre ich fast in den Wald, wenn ich auf Shift drücke. 5 Minuten, ey, so weit kommen wir nicht. Ja, ich denke mal, wir kommen auf 7 oder so vielleicht ran oder auf 6. Suchen wir uns eine dunkle Ecke im Wald und loggen uns aus. Scheiße, wahrscheinlich die Straße jetzt da rechts runter, ne? Keine Ahnung, ich sehe keine Straße rechts runter. Oh, ich gucke gerade. Ich warte einfach, bis ihr kommt. Ich bin jetzt direkt hinter dir, Paco. Okay. Du meinst hier diese abknickende rechts? Nee, noch nicht. Fahr mal weiter.
Ja, ich höre auch deinen Ural hinter mir. Ja. War der auch gleich hinten drauf. Ja, manchmal hört er einfach auf, Gas zu geben. Hast du das auch manchmal? Nö. Dann liegt das an meiner Tastatur. Jetzt meine ich rechts ab. Müssen wir da rechts ab? Ja, würde ich fahren. Okay. Oh Gott, dann seid ihr doch ein gutes Stück hinter mir, ey. Ja, kann ich nicht so schnell fahren. Weil wir fahren ungefähr, also ich fahre 70 ohne Turbo. Komm. Und mit Turbo? Fahr ich ein paar Kurven. 75 oder so. Okay, ich fahre ohne Turbo 90, also von daher. Ja, selbst mit Turbo. Ich glaube 80 nicht, maximal. Aber das Ding ist, wenn ich Turbo fahre. Die Stunde ist vorbei. Ja, wenn der Server restart ist. Ja. Also wenn ich auf E-Turbo fahre, kann ich nicht mehr rechts lenken mit der Tastatur, das geht nicht. Ja, dann hast du nicht genug Tasten unterstützt. Ja. Aber das ist auch komisch, also die Belegung gefällt mir so gar nicht mit dem Turbo. Vielleicht, ich lege mir den Turbo vielleicht auf eine meiner Seiten. Oh, hier ist rot! Was? Links ist rot, Supermarkt, also schnell in Google, schnell weiter. Okay, hinter dir, Paco. Also, nee, wir sind jetzt genau im roten Bereich. Warning, Enemy weiter. Player, ja, ich hab's auch, ich bin gerade durch. Ich hab die Warnung diesmal nicht gekriegt. Ich hab's erst unten gekriegt. Hauptsache, du bist safe. Wenn wir verrecken, das ist nicht so wichtig. Wir haben keine Kohle einstecken. Ich fahr ja schon. Egal, wir sind raus. Ja. Wir können ja mal versuchen, zwei Urals abzudrängen, der Arsch. Nach jetzt krieg ich Warnung. Ja, ich hab's auch erst beim fast rausfahren gekriegt. Ja, ich hab's auf dem GPS gesehen. Ja, das ist der Vorteil am GPS, ne? Hast du das standardmäßig oder hast du eins eingesteckt? Ja, standardmäßig. Du hast das standardmäßig, ja. Siehst du, das hatte ich bei meinem Skin auch mal und dann war es weg. Das ist als Entschädigung dafür, dass ich so eine Signalmütze an habe. Scheiße, hier ist ein Feldweg, das ist falsch. Ich bin falsch gefahren. Bist du rechts ab auf dem Feldweg, oder was? Ja, ich bin auf dem Feldweg, das ist falsch. Dann müsstest du uns jetzt ja vorbeifahren sehen, oder? Schüsse. Irgendwer schießt. Von hinten. Mit wahrscheinlich aus dem Ort. Schallgedämpften. Weiter. Oh. Es wird geschossen hier. Ich fahre. Ich fahre. Ja, fuck. Fahr vorbei. Aber es war eine Schallgedämpfte. Hier oben ist auch ein Zombie. Alter, fahrt. Wir müssen auf jeden Fall uns eine dunkle Ecke jetzt gleich suchen. Action zum Schluss. Spannung. Das kann nicht wahr sein. Ich krieg gerade Bauchkrämpfe, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey, meine Hände. Bauchdämpfe und ich esse Chips. Nee, es war aber keine Schallgedämpfte. Oh, wir müssen irgendwo hinfahren. Ja, noch ein kleines Stück und dann raus. Guck, dass ich hier in den Wald abdrehe. Ja, bei mir ist wieder grün. Ich fahr hier links in den Wald rein. Bei mir ist rot. Bei mir ist auch grün. Ich hab wahrscheinlich noch einen Zombie hinter mir oder so. Motor aus. Aussteigen. Ausloggen. Aussteigen. Du brauchst nur aussteigen, ne? Dann macht der Motor automatisch aus. Nicht immer. Ne, nicht immer, ne. Ne, wenn du abspringen drückst, dann nicht. Ne, auch bei Get Out. Okay. Läuft dann manchmal bei mir weiter. So, ich bin ausgeloggt. Das Geld ist erstmal safe, meine lieben Freunde. Wie es weitergeht. Und ob wir es schaffen, zurück ins Lager und. All das werdet ihr im nächsten Part von DayZ Tagebuch sehen. Also haut rein und bis dann. Ciao. Ciao.